Wusstet ihr, dass der zweitgrößte Müllberg auf der Erde Textilien sind? Wir gehen unwahrscheinlich sorglos mit Textilien um, obwohl die eigentlich noch wirklich gut imstande wären, sie zu tragen. Wir wollen ständig was Neues haben. Ich bediene mich nun schon seit 2 Jahren und mehr ausschließlich nur noch von Secondhand und nachhaltiger Mode. Das sind Punkte, die ich für mich festgesetzt habe. Und wie das so bei mir läuft, zeige ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Und ich versuche so nachhaltig wie möglich zu handeln. Bin natürlich auch nicht die Allerheiligste. Aber für mich sind Punkte wie Veganismus und nachhaltige Mode eben Punkte, die ich zu 100% ausübe. Und wie das so läuft bei mir? Nun, ich habe irgendwann vor 2 Jahren und mehr, ich weiß den Zeitraum nicht mehr, für mich beschlossen, jetzt nur noch Secondhand-Mode. Vorher haben sich einige Secondhand-Kleidungsstücke einfach auch schon in meinen Kleiderschrank geschmuggelt. Und durch meine Minimalismusreise habe ich eben auch Kleidungsstücke rausgetan aus meinem Kleiderschrank, die ich tatsächlich gar nicht trage. Und das sind fast, ich sag jetzt mal ausschließlich, will mich jetzt nicht aus dem Fenster hängen, in meinem Kleiderschrank jetzt fast ausschließlich nur noch Kleidungsstücke drin, die ich auch gerne trage, wo ich mir auch Gedanken drum gemacht habe, weil heute ist mein Einkaufsverhalten schlicht und ergreifend ganz anders zu damals. Und ich würde jetzt nicht lange reden, wir fangen jetzt einfach mal an mit Outfit Nummer 1. Als ich meine Outfits aufgenommen habe, war es noch ein bisschen kühler draußen. Also als ich angefangen habe, es hat sich ja doch einiges zusammengesammelt. Jetzt fangen wir mal mit Outfit Nummer 1 an. Und ich musste mir mal wieder eine neue Jeans kaufen, weil Jeans mache ich wirklich schnell kaputt. Durch das, dass ich ein Lipödem habe, sind die halt wirklich an den Oberschenkeln bald kaputt immer. Und da musste eine neue her und da habe ich eine richtig coole gefunden von Cécile. Ich hätte diese Marke nicht mehr mit dem Arsch im Laden angeguckt, aber die Waschung ist cool. Die Form ist cool, die Hose geht, die ist High Waist, naja, nicht ganz so high, aber sie geht über den Bauchnabel. Bei mir reicht das schon, wenn es über den Bauchnabel geht, dass sie halt weiter hoch geht, weil ich einen kurzen Oberkörper habe. Und das ist immer ein bisschen ungeschickt, muss ich sagen, weil man klemmt sich halt dann doch ein und so. Das Ganze ist für mich immer relativ unbequem, deswegen habe ich immer Hosen, die weit unten aufhören. Da klemmt man sich nicht so viel. Aber ja, so Hosen passen mir natürlich ein bisschen besser, weil sie eben den Bauch auch kaschieren. Und ich finde die Waschung von der Hose voll cool. Ich habe die für 10 Euro geschossen oder so. Natürlich wieder bei Momox Fashion. Und dazu trage ich ein rot-weiß gestreiftes T-Shirt. Das habe ich jetzt auch schon ein Jahr oder so. Das ist von Topshop. Ist jetzt von der Qualität her nicht so toll, obwohl ich jetzt gelernt habe, dass so Knötchenbildung nicht auf Qualität hinweist, sondern eher, dass der Naturanteil ein bisschen höher ist. Und gerade bei Baumwolle das auch so ein bisschen Knötchen bildet, schreibe ich dem T-Shirt trotzdem nicht so eine hohe Qualität zu. Ich mag es aber echt gerne. Und zu der ganzen Sache trage ich schwarze Pumas. Im Outfit Nummer 2 trage ich ein Brandy Melville T-Shirt. Die Marke, das ist echt witzig, kenne ich von Anna, Lena and Jess, heißt der Kanal, glaube ich. Das sind zwei Amerikaner, die in, wo leben die jetzt? Ich habe keine Ahnung, sie ist auf jeden Fall Hairstylistin, er Fotograf. Und sie hat da früher immer gerne eingekauft. Und ich dachte mir immer, oh, wieso gibt es das in Deutschland nicht und so. Inzwischen kommt man ja in Deutschland auch an die Klamotten ran. Und dieses T-Shirt, es ist jetzt so toll, das hat so eine tolle Passform, ist bequem, ist weich. Ich liebe es wirklich mal von der Farbe abgesehen. Die Farbe ist auch mega cool. Dazu wieder meine Jeans, die ich mir neu gekauft habe. Es ist, glaube ich, meine neue Lieblingsjeans, weil die andere geht jetzt langsam wirklich kaputt, leider. Und dazu trage ich silberne Ballerinas. Marke ist da unbekannt.
Die sind Händchen auch so, die haben so einen komischen Streifen. Aber egal, die Ballerinas sind mega bequem. Ich trage sie nämlich jetzt auch gerade. Im Outfit Nummer 3 trage ich ein braunes Marco Polo T-Shirt. Ich hatte schon mal so eins, aber das war auch aus Baumwolle und das ging mit der Zeit immer mehr kaputt. Das hat richtig Löcher gekriegt. Ich habe sowas noch nie erlebt. Das ist jetzt so ähnlich, aber es verhält sich so anders. Keine Ahnung, also da gibt es auch Qualitätsunterschiede bei Marco Polo. Wäre übrigens auch eine Marke, die ich nie mit dem Arsch angeguckt hätte. Definitiv nicht. Dazu trage ich eine Culotte. Und bei ihr weiß ich, die steht mir nicht so zu 100%. Aber bei der Culotte war mir wichtig, ich brauche im Sommer einfach weite Hosen, weil ich eben auch Kompressionsstrümpfe trage, weite Stoffhosen, um das Ganze so ein bisschen erträglicher zu machen. Ganz ehrlich, also da kannst du keine Jeans anziehen. Das geht einfach gar nicht. Und weil ich eben braun oben anhabe, ich hab mir gedacht, gut, dann trage ich mal wieder meine Sir Oliver Ballerinas. Da ist viel Braun drin. Die sind aber so ein bisschen ungeschickt. Da reißen die gerne die Füße auf, weil die so ein bisschen rauer sind. Das ist ein bisschen schade. Im Outfit Nummer 4, und man merkt, im Sommer habe ich ein bisschen mehr Variationen als im Winter. Da trage ich ein schwarz-weiß gestreiftes Shirt. Das ist so ein bisschen weiter. Die Marke ist da auch unbekannt. Es hat schon ein bisschen an Qualität gelassen, weil ich glaube, ich habe das jetzt schon seit 2 Jahren oder so. Und es wird halt echt viel von mir getragen, weil es so ein bisschen weiter ist. Es fällt ein bisschen weiter. Es kaschiert den Bauch, was richtig cool ist. Dazu trage ich eine blaue Stoffhose, die ich mal bei Amazon gekauft habe, aber in so einem Asia-Shop. Ich wollte unbedingt so eine Art Anzughose haben. Die hat aber formtechnisch, kannst du das vergessen. Und du musstest bei dieser Asia-Größe auf ganz groß gehen, weil anders wäre das nicht gegangen, weil die so andere Größen haben. Und auch vom Stoff her, das ist halt purer Kunststoff. Das Material gibt hoffentlich kein Mikroplastik mehr ins Wasser ab, weil ich die Hose echt schon lange habe. Aber inzwischen möchte ich solche Stoffe eigentlich umgehen. Also schon gemerkt, da komme ich nicht mehr ganz so gut zurecht. Und auch hierzu trage ich silberne Ballerinas, weil die einfach mega bequem sind. Im Outfit Nummer 5 trage ich ein blaues T-Shirt von Tok Tok. Das habe ich echt schon länger jetzt. Ich glaube, das ist auch das zweite Jahr, wo ich das habe. Und die sind von der Farbe her, sind die immer noch so intensiv. Klar, sie haben Farbe gelassen, weil jetzt trage ich die ja auch schon eine Weile. Aber von der Qualität her kann ich da echt nichts sagen. Ich habe mir dieses Jahr zum Geburtstag ja auch ein paar Klamotten von Tok Tok gekauft. Da waren ja 2 Hosen und die andere Hose ist eben diese braune Hose. Die ist vorne ein bisschen komisch, weil sie halt nicht nachgibt, aber dennoch mag ich sie echt gerne. Also, ich sollte fast eine große Größe haben, aber dann würde sie nicht mehr hundertprozentig gut sitzen. Naja, egal. Aber ich mag die Farbe, ich mag die Kombination mit dem blauen T-Shirt, das hat echt gut gepasst. Und hier trage ich meine Vegetarian Shoes Sandaletten. Die mag ich ja echt mega gern. Die habe ich mir letztes Jahr geleistet. Im Outfit Nummer 6 trage ich mein Khaki-T-Shirt von What About Tea. Da hatte ich eigentlich gedacht, die Farbe ist so ein bisschen intensiver. Ich war am Anfang gar nicht so zufrieden. Das ist so ein Doppelpack an T-Shirts. Die gehen vom Preis her. Ne? Also wenn man Nachhaltigkeit oder mit nachhaltigen Kleidungsstücken anfangen möchte, fangt nicht gleich mit so aufwendigen Sachen an, die sind teurer. Fangt mit T-Shirts an, die sind relativ günstig. Ich weiß jetzt nicht mehr, was der Doppelpack gekostet hat, aber es war echt. Ich glaube, so ein T-Shirt kam auf 12, 13 Euro oder vielleicht 14, aber mehr war das nicht. Inzwischen mag ich die aber gerne, weil sie so ein bisschen weiter sind jetzt und die echt gut zu so Stoffhosen passen. Dazu trage ich eine Hose, die ich mir im letzten Jahr bei Momox Fashion gekauft habe. Das ist eine Stoffhose, die so ein bisschen aussieht wie so eine Jogginghose und die hat so einen goldenen Streifen an der Seite. Ist auch eine unbekannte Marke. Und auch hierzu trage ich meine Sandaletten von Vegetarian Shoes. Da bin ich echt froh, dass ich mir die geleistet habe.
Die haben natürlich wieder ein bisschen mehr gekostet, aber ich liebe diese Schuhe. Ich liebe diese Schuhe. Die habe ich mir wirklich erst gekauft, als meine ganzen Sandaletten, die ich hier hatte, kaputt gegangen sind. Deswegen feiere ich die Schuhe auch so. Ich wollte immer solche haben, habe die bei der Melli gesehen und dann habe ich sie mir geholt. Im Outfit Nummer 7 trage ich mein graues Toc Doc T-Shirt. Das habe ich so lang wie das blaue. Also es war eins meiner ersten Shirts, kann man sagen. Dazu trage ich wieder die Jogginghose. Ich nenne sie jetzt Jogginghose. Diese Stoffhose, die aussieht wie eine Jogginghose mit dem goldenen Streifen. Die liebe ich halt deswegen auch, weil man die so unwahrscheinlich gut hochkrempeln kann. Weil wenn du Kompressionsstrümpfe trägst und sie mal kurzfristig warm ist, brauchst du eine Hose, die du sehr schnell hochkrempeln kannst. Da passt die unwahrscheinlich gut und da mag ich die echt gerne. Und meine Strümpfe sieht man nicht wirklich. Ein Kollege von mir hat erst gesehen, dass ich Strümpfe anhab, als ich gesagt habe, dass ich welche anhab. Aber ich habe auch so einen Farbton gewählt, der sehr meiner Hautfarbe ähnelt. Also das ist ganz geschickt. Und zu der ganzen Sache, weil grau oben, habe ich dann meine silbernen Ballerinas wieder an. Ihr merkt, die feiere ich. Ich glaube, die halten auch nicht ewig. Im nächsten Outfit trage ich meine braune Bluse, die so dieses Blumenmuster hat, blumenähnliche Muster. Das ist ja so eine Tunika-mäßige Bluse. Die habe ich vom Flohmarkt, da habe ich auch so 5 Euro gezahlt oder so. Mit der war ich mir immer stark unsicher. Ich habe mir immer überlegt, so, mag ich die nicht? Weil man merkt auch, wenn man mit einem Kleidungsstück nicht so klarkommt, das sind dann meistens so Kleidungsstücke, die halt wirklich im Kleiderschrank bleiben. Also hört da wirklich auf euch. Und mit der hatte ich immer so ein Hin und Her. Das ist auch so ein Stoff, das trägst du einmal und dann ist es verschwätzt. Also das mag ich halt inzwischen nicht mehr so, muss man an der Stelle sagen. Also da achte ich inzwischen schon ein bisschen mehr drauf, dass wenn es eine Bluse ist, die dann wirklich einen hohen Baumwollanteil hat, dass so ein klein mega verschwitzt ist. Ich brauche es auch nicht mehr so glänzend. Dazu trage ich eine schwarze Leggings von Tok Tok. Da habe ich mir ja auch 2 Stück nachgekauft. Ich mag die Dinger echt gerne. Sie sitzen halt echt mega bequem. Und die haben halt einen hohen Bund und sind nicht zu vergleichen mit Leggings von H&M. Ich finde so auf dem Markt, die H&M Leggings waren noch von der Qualität her am besten. Und dann gab es eigentlich nur noch schlechtere. Und inzwischen, wie gesagt, habe ich ja den Entschluss gefasst, nachhaltige Mode zu tragen. Und das sind die Tok Tok Sachen. Super. Und dazu trage ich meine braunen Schüchen mit Riemen. Die habe ich jetzt auch schon eine Ecke. Ich weiß auch die Marke nicht mehr. Die habe ich auch, glaube ich, in so einem, nicht Second Hand, sondern so einem Fabrikverkauf mir geholt, weil die halt keiner wollte. Und ich mag die Dinge eigentlich echt ganz gerne, so ab und zu, wenn man mal so ein bisschen wichtigere Gespräche hat, trage ich die dann ganz gerne, weil sie halt auch so ein bisschen höher sind. Outfit Nummer 9. Und hier trage ich ein Marco Polo T-Shirt, schwarz-weiß gestreift, ne, weiß-schwarz gestreift. Und das ist ein bisschen enger, das kann ich nicht zu allen Hosen tragen, weil ich jetzt nicht so die perfekte Bauchpartie habe. Zu einer Jeans wirst du mich nie sehen, dass ich das Ding trage, weil das passt halt einfach nicht. Aber ich trage hier meine grüne Stoffhose, die ich mir im letzten Jahr geholt habe. Auch die kannst du ganz gut krempeln. Die hat so eine ganz komische, wie sagt man, Haptik. Wenn du da über den Stoff gehst, das ist so ganz komisch. Die Hose hat auch ein bisschen mehr gekostet. Momox Fashion behauptet auch, dass das von der Marke her was Besseres ist. Aber ich bin so markenbezogen, bin ich jetzt ja nicht mehr. Mir ist das vollkommen egal. Mir muss ein Kleidungsstück gefallen und es sollte vielleicht nicht mehr so viel Chemiefaser dran sein. Mehr oder minder. Und die ist halt super leicht. Mit der schwitzt du halt so gut wie gar nicht. Die hatte ich auch gestern an beim Fahrradfahren. Und da ist die halt echt super. Du kannst sie hochkrempeln. Die ist atmungsaktiv. Die ist schön. Die ist echt super. Und auch dazu trage ich meine silbernen Ballerinas, die jetzt dieses Mal wirklich sehr oft in Einsatz gekommen sind. Das war mein letztes Outfit. Hast du Bock, zu mir zu Discord zu kommen? Schau mal unten in die Infobox rein. Da findest du den Link.
und da können wir uns auch austauschen. Gerade zum Thema Secondhand-Erfahrung, was man gucken kann und so. Da bin ich mir jetzt auch gerade am Überlegen, ob ich einen neuen Raum aufmachen soll, weil da bin ich ja echt noch nicht am Ende. Und mein kleiner Server ist noch relativ klein, aber ihr habt die Möglichkeit, auch euch gegenseitig auszutauschen. Das ist eine tolle Sache. Ist wie Facebook, aber viel kleiner und man kann sich direkt anschreiben. Ist halt wirklich so meine Community. Ich bin echt stolz auf euch, kann man sagen. Ihr könnt aber auch natürlich unter das Video schreiben, was viel, 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 viel wichtiger ist, was mich natürlich auch unwahrscheinlich unterstützt. Interaktion und Kommentare, ihr wisst. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen mit Secondhand-Mode unten mal in die Kommentare rein. Und vielleicht erzählst du mir von deinem Lieblingskleidungsstück, deinem Schatz, was du mal auf dem Flohmarkt oder im Secondhand-Laden gefunden hast. Gerne mal unten rein. Ich melde mich ab, sag danke fürs Einschalten, gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich würde mich freuen. Ich sag danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.